Ich würde sagen, wir starten mit Pokémon-Legenden Arceus. Und springen direkt mal rein. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen erkundet. Ja. Nani? Ich bin froh, dass es direkt funktioniert hat, warum auch immer. So, Starlight möchte eine Wildlife-Reportage. Können wir gerne gleich machen. Schön, dass es funktioniert. Zumindest ab und zu. Jo, beim letzten Mal haben wir Axanthor bekämpft. Das Spiel hat nicht mal gestartet und es kam direkt rein. Dann dürfen wir gleich das erste Pokémon, was wir sehen, in einer Wildlife-Reportage. Nee, wir machen das, wenn wir ins neue Gebiet kommen. Erinnert mich dann gleich nochmal dran. Da können wir uns da das Erstbeste schnappen. Aber schön, dass nur das eine kommt. Die anderen danach nicht mehr. So halb und halb. Ja, wir haben Axanthor bekämpft, den ersten König. Und haben quasi damit die Obsidian-Grasebene, glaube ich, heißt es, abgeschlossen. Und ich habe jetzt für den Stream heute unsere Teammitglieder, die wir jetzt ins Team nehmen. Ja, habt ihr schon mal ein bisschen hochtrainiert, damit wir nicht gleich mit einem absoluten schwachen Team durchstarten müssen. Dementsprechend stehe ich auch hier im obsidianen Grasland draußen. Und ich gucke mal kurz. Ja, das ist nämlich das Team, womit wir in diesem Stream rumlaufen werden. Ali, was auch immer wir für dich fangen, ist dann wieder für den nächsten Stream. Wir haben, können wir mal durchgehen. Gracie, unser Pikachu. Mit Donnerschokozuki, Donnerwelle und Sternschauer. Wir haben Chip, unser Papinella. Mit Silberhauch, Windschnitt, Stachelspore und Tackle. Wir haben Kikidask, das Pantimimi. Mit Konfusion, Zen-Kopfstoß, Hypnose und Eisenabwehr. Wir haben Serra, das Wadribi. Mit Windstoß und Käfertrutz. Wir haben Zomp, das Macholo. Mit Patronendieb, Zertrümmerer, Tackle und Doppelschlag. Und Nico, das Golbat mit Windstoß, Hypnose, Windschnitt und Biss. War gerade kurz verwirrt. Aber ich muss einmal kurz die Attacken nochmal umordnen. Mit Nico habe ich nämlich gar nicht trainiert, weil er schon auf Level 22 war von Anfang an. Ich habe irgendwo, glaube ich, sogar noch eine Tasche gefunden. Die können wir eben mal ein paar Dankbarkeitspunkte holen. Oh, sogar einen Hyperball habe ich bekommen. Der Rest ist im Sumpfland. Okay. Ansonsten habe ich noch 45 nicht berichtete Aufgaben. Muss ich mal kurz sehen. Aber nee, ich sehe das eher, wenn ich das abgebe. Wahrscheinlich, weil ich hier noch trainiert habe und dementsprechend hier und da noch ein paar Sachen gemacht habe. Sushi, du wirst auch noch bald ein Pokémon. So, dann wollen wir erstmal Bericht erstatten. Ich habe nämlich zwei Haspirohr gefangen. Wahrscheinlich irgendwie für irgendwelche Punkte. So, was habe ich jetzt alles gemacht? Ach ja, stimmt. Die muss ich leider noch zeigen. Bautz, also beziehungsweise unsere festen Teammitglieder habe ich nämlich auch noch hochtrainiert. Bautz habe ich nämlich fertig gemacht. Daralili ist fertig. Barmelin war wahrscheinlich von vorher fertig. Gut, bei Ponita haben wir das seltene Ponita erforscht. Pikachu ist auch fertig, weil ich sehr oft den Donnerschock eingesetzt habe. Zubat ist fertig. Weil ich ein paar besiegt habe. Schaloko noch nicht ganz. Ich glaube, ich gehe noch mal eben schnell ein Schaloko suchen. Ich muss nämlich nur eins mit einer Flugattacke besiegen. Dann ist es nämlich auch fertig. Pinella ist soweit fertig. Staravia ist fertig. Burze auch. Und Burmi. Zupeise. Meine Güte, ich habe echt einiges gemacht. Haspiro noch nicht ganz. Matribi auch soweit fertig. Macholo so ein bisschen und Sichlor ist auch fertig. Das gibt doch sicher jetzt eine ganze Menge Punkte für, oder? Oh ja. Fast sogar ein Level Up. Nee, ich möchte eben noch schnell ein Schaloko bekämpfen gehen. Das lebt im Innerwald. Eher morgens, mittags und abends, aber nicht nachts.
Wo bin ich denn jetzt gerade? Da oben. Huch. Ach ja, stimmt. Ich habe mir da nämlich noch ein paar Stempel gesetzt, wo ich Stuff gesehen habe beim Herumlaufen. So. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wo hier die Schalokos noch mal waren. Wo hatte ich die noch mal gesehen? Wie ist das andere Gebiet? Innerwald? Nee, Innerwald ist in eine andere Richtung. Ups. Nur noch beeilen, bevor die Sonne untergeht. So. Oh, hier oben wahrscheinlich. Wurde ich gerade geschlagen? Oh, Eisenbrocken. Nehme ich mit. Ja, ich glaube, da ist eins. So, ich muss es mit einer Flugattacke besiegen. Das heißt, einmal mit Papinella. Und im Windschnitt. So. Perfekt. Dann haben wir das nämlich auch. So, und ich habe mir nämlich auf der Karte hier ein paar Sachen markiert, wo ich, die ich, glaube ich, gesehen habe, als ich am Erkunden war. Da. Und zwar diese Geisterlichter. Ich habe nicht alle jetzt gesucht. Die sind mir halt einfach nur zufällig über den Weg gelaufen, als ich hier unterwegs war. Und da habe ich mir deswegen einmal markiert, damit ich die gleich eben noch mitnehmen kann. Wo habe ich den anderen noch gesehen? Ah, da. Okay, da ist eigentlich nichts vor mir, aber ich habe es mal mitgenommen. So. Dann können wir jetzt zurück ins Dorf und dem Sturm erstmal entfliehen. Ja, ich möchte mal kurz Bericht erstatten. Jo, und damit ist Chaloka auch fertig. Und wir möchten zurück ins Dorf. Denn jetzt geht's in ein neues Gebiet. Übrigens, ich kann euch eben noch schnell mal die Teammitglieder auf der Box noch zeigen, beziehungsweise auf der Weide. Ja. Da haben wir nämlich noch Bouts, also Ruffy, Chopper und Zorro auch alle auf Level 20 schon mal hochtrainiert. Falls ich die zwischendurch mal auch mal einsetzen möchte. So. Dann auf ins rote Sumpfland. Zur Sumpflandbasis. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, was wir da nochmal tun sollten. Wahrscheinlich wieder irgendeinen König beruhigen, der durchgedreht ist. Wow. Rotes Sumpfland. Das hier ist das rote Sumpfland. Hier gibt es unter anderem Pokémon, die Gift einsetzen. Deine Mission ist wirklich nicht ohne. Du willst in den Ruinen des Trostes, oder? Sie liegen in dieser Richtung. Schau, man kann sie von hier aus sogar sehen. Ob das dann... Hey, ist das Trost du? Kommt das hin? Könnte, ne? Vielleicht. Ich frage mich, wann und wo so eine Verzerrung des Raumzeitgefüges das nächste Mal auftritt. Vielleicht können wir sie auf der Karte sehen. Verzerrung des Raumzeitgefüges sind gefährliche Orte, an denen mächtige Pokémon lauern. Wenn du aber mutig genug bist, sie zu betreten, kannst du dort auf seltene Pokémon oder Items stoßen. Dann widmet euch mal voll und ganz der Pokémon-Forschung, ihr zwei. Aber passt auf, dass ihr euch nicht übernehmt. Falls euch die wilden Pokémon zu stark sind, sucht vielleicht mal den Übungsplatz auf. Dort kann Belila dafür sorgen, dass eure Pokémon starke Attacken lernen. Hab ich schon. Ich bin vollkommen gerüstet für alles, was kommt. Was mir gerade einfällt? Kann sich... Nee, kann sich niemand entwickeln. Entwickelt sich denn Vatribi? Ist das nicht auf 20? Oder kurz nach 20? So. Da wollen wir nochmal schauen. Eine Wildlife-Reportage von diesem Knospi. Oder auch nicht. Von diesem Nebulak. Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon in freier Wildbahn. Heute schauen wir uns dieses Nebulak an. Nebulaks sind dafür bekannt,
dass sie gerne die Seelen ihrer Opfer entreißen. Wenn einer von euch einen kalten Schauer am Nacken spürt, liegt es oft an Nebulak, der gerade seine Zunge quer über euren Nacken geleckt hat. Manchmal, wenn ihr euch auch ganz schlecht fühlt, liegt es dann auch daran, dass Nebulak an euren Haaren nagt. Das ist dann ein Zeichen davon, dass euch bald die Haare ausfallen. Und wenn ihr plötzlich das Gefühl habt, dass ihr beobachtet werdet, auch das kann an Nebulak liegen. Denn es beobachtet euch gerade. Sei es auf der Toilette, im Bett oder beim Essen. Und diese Nebulaks, die haben wir heute vor uns. Denn diese wollen wir uns heute fangen. Dieses Nebulak dort hat fast schon getroffen. Wird witzigerweise sogar wirklich Ale. Weil er ja der Erste ist, der was geschrieben hat. Jetzt muss ich nur gleich nah genug drankommen, um es zu fangen. Cool. Wir haben einen Ale gefangen. Und nachts. Was soll ich denn sonst denn fangen? Ale weiß auch immer, wo euer Föhn ist. Nun. So. Versuchen wir noch eins zu fangen. Einfach nur für den Pokédex. Dreh dich mal um, Junge. Ja, Ale leckt euch alle mit seiner Zunge ab. Das Enton da hinten ist am Pennen. Wie geil. Irgendwo noch eins, außer das da hinten. Ob das Bonuspunkte gibt, wenn ich Enton beim Schlafen fange. Aber Enton hatten wir ja, glaube ich, schon. Von daher zählt das nicht. Weil Sushi kriegt nämlich ja auch noch ein Pokémon. Mal gucken, was wir noch so sehen. Trifft das? Nicht ganz. Da! Nice. Haben wir sogar noch ein drittes gefangen. Einfach für die Punkte. Da, ich sehe ein Venufliebes. Das können wir Sushi geben. Dreh dich mal um, Junge. Na, von der Seite. Ich war zu früh. Aber, nice. Dann haben wir auch für Sushi noch ein Pokémon. Muss ich gleich nur noch umbenennen. So. Zack, dagegen. Was haben wir denn sonst noch hier? Gucken wir uns mal jetzt mal ein bisschen um. Wie ist denn die Karte? Wir haben hier die güldenen Felder und wir sollen zu den Ruinen da oben hin. Ansonsten ist da noch eine Nebenmission. Da oben ist auch noch ein bisschen Stuff. Aber hier wäre auch noch eine Nebenmission, sehe ich gerade am Anfang. Du siehst mich nicht. Oh, nice. Ah, Moment, den Reis, den müssen wir sogar für irgendeine Sidequest. Oh, Vadribi kann sich entwickeln, habe ich gerade gesehen. So. Ah, da vorne ist die Sidequest. Okay, dann erstmal. Sera, entwickel dich. Yes. Richtig schön brutal mal wieder. Ist sogar für den KP echt gut, das Hornweisel. Hornweisel ist auch ein richtig cooles Pokémon, da stimme ich dir zu, Ale. Ich mag das auch sehr. So. Nein, ich will mich nicht ausruhen. Ich will nur... Nein, ich will mich immer noch nicht ausruhen. Pokémon. So, was ist denn das beste Nebulak, was wir haben? Sind die alle weiblich? Nee, eins ist männlich. Schauen wir mal kurz durch.
Ja, das männliche ist auch okay. Dann nehmen wir das schon mal. Dann ist das jetzt hier unser Ale. So, und da ist Venophlibis. Männlich im Bericht. Das ist dann Sushi. So, dann haben wir schon mal zwei Pokémon für den nächsten Stream. Falls ihr auch ein Pokémon sein wollt, könnt ihr gerne die Kanalpunkte-Belohnung einlösen. Was für ein Pokémon bist du? Hey du da, du bist doch das Mädchen aus dem Forschungstrupp, über das alle reden. Da gibt's etwas, bei dem du mir unbedingt helfen musst. Ich will mehr über das anmutige Pokémon namens Roselia erfahren, an dessen Händen wunderschöne rote und blaue Blüten wachsen. Ich habe mich extra zu den güldenen Feldern aufgemacht, nur um Roselia zu beobachten. Aber das reicht mir nicht mehr. Wärst du lieb, mir Roselias Pokédex-Eintrag zu zeigen, sobald du ihn vervollständigt hast? Okay. Okay, Luffy, du bist dann das Nächste. Ich muss nur einmal kurz was gucken. Wie habe ich meinen. Habe ich meinen Bautz jetzt Luffy oder Ruffy genannt? Meine Ruffy auch, ne? Ja, okay. Dann können wir nämlich das nächste Pokémon Luffy nennen. Ist ja fast nur das gleiche. Nicht direkt. Was haben wir denn da noch? Da ist noch ein Venophlibis. Können wir das Venophlibis mal bekämpfen? Mit Nico am ehesten, ne? Hab doch sicher eine. Ja, eine Flugattacke, das ist auch okay. Oh, nice. Das macht guten Schaden. Nebulak. Dem kann ich ja noch ein Biss entgegenwerfen. Überlebt er wahrscheinlich eh nicht, ne? Nee. Nebulaks Verteidigung ist auch so einfach non-existent. Hi. Lass mich in Ruhe. Ich will nur vorbei. Weiter gucken. Komme ich da eigentlich hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Also ich könnte mich hinschießen, wahrscheinlich, wenn ich mit damit hier genug Anlauf nehme und darüber springe. Aber ich vermute mal im Normalfall. Was? Untersuchen? Hat jemand ein Lagerfeuer gemacht? Okay. Im Normalfall soll man da wahrscheinlich erstmal noch nicht drankommen. Oh cool. Vier Eisenbrocken, nice. Dann können wir auf jeden Fall noch ein paar gute Superbälle machen. Sieht eigentlich aus. 65 Superbälle, oh. Musik ist cool gerade hier. Bin ich denn jetzt gerade? Ach, da bin ich hochgegangen, okay. Da ist wahrscheinlich eh nur wieder ein Kleinstein drin. Wenn ein Kleinstein drin ist, dann packe ich mal Zomp nach vorne. So, zertrümmere es mal. Worum er plötzlich den Stein einfach rauszieht. Nani? Ja, das war einfach so geil im letzten Stream. Der Alert da genau perfekt kam, als das Kleinstein gerade rauskam. Ist das hier? Ein Rundblatt. Okay. Lass mich raten, du würdest mich eh nicht in Ruhe lassen, wenn ich versuche, nur vorbeizugehen, oder? Dementsprechend hauen wir dich einfach kaputt. Ja, aber die greifen mich ja an. Noch jemand gesehen? Nein? Okay. Anton ist wahrscheinlich eh nett genug und lässt mich in Ruhe. So, da oben will ich erstmal noch nicht hin. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Da es jetzt Tag wird, müsst ihr doch auch sicher die Knospis von vorhin wieder auftauchen. Ist auch nur Anton. Pika.
Hau mal dieses Enton weg. Und tschüss. Gute Arbeit, Gracie. Da sind noch mehr Venofliebes. Wie sieht es eigentlich aus? Da wird's bis zu einer Nebenmission noch ein bisschen weiter gehen. Ja doch, da vorne sehe ich es auch. Das ist ein Pfad, der an den Bergen vorbeigeht. Da sehe ich einen Zipwurzel. Das ist aber nichts Neues. Wir können auch einen Weisel mal einsetzen. Außer es läuft mir eh weg. Geh mal ans Flussufer. Kann ich vielleicht mal gucken. Mal gucken, ob ein Weisel jetzt vielleicht sogar noch ein paar neue Attacken hat durch die Entwicklung. Flussufer? Hier sehe ich nichts. Da geht es sogar ein gutes Stückchen noch weiter. Aber wahrscheinlich um den ganzen Berg herum. Das ist mir, glaube ich, aber auch erstmal ein bisschen zu weit. Ich hole mir nur das Gras hier vorne. Und dann drehe ich jetzt hier wieder um, damit ich da... No, ich bin in das Gebiet kurz reingegangen. Ich wollte nämlich in das Gebiet eben gerade nicht reingehen, damit ich weiß, dass ich da noch nicht war. Dann gehe ich jetzt doch halt noch ein bisschen weiter. Hallo Tangolos. Du bist aber ein Elite-Pokémon, dich ignoriere ich. Das Großmaulmoor. Wer ist denn das erste Großmaul, was ich hier gleich fange? Da ist noch mehr Enton. Und noch mehr Venufliebes. Nee, da geht's wieder rüber. Ich will erstmal auf der Seite noch bleiben. Oh, aber Tangela sehe ich da hinten. Dann schnappen wir uns gleich mal einen Tangela. Ach ja, ich wollte nach den Attacken gucken, fällt mir gerade ein. Säurespeier, okay. Habe ich jetzt nicht kommen sehen. Junge, was ist da im Wasser? Das ist ein Azurill. Der hat mich gesehen. Und noch so ein Ding. Moment. Lass das. 22 sogar schon. Ich finde, der Witcher sieht übrigens super aggressiv aus. Und super cool. Nein, nein, da. Attacken verwalten. Immerhin Silberhauch oder Nadelrakete? Moment, so. It's something. So. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich dieses Tangela noch gefangen kriege. Jetzt drehe ich einmal um. Dann wäre es perfekt. Nice. Dann hätten wir den auch schon mal gefangen. Da hinten glitzert was. Also versuchen wir den auch nochmal zu fangen. Nee, nee, bin nicht da. Nichts gesehen. Einfach weitergehen. Ja. So. Bis hierhin wollte ich gehen und jetzt nicht mehr weiter, damit dann nicht weiter was die Karte aufgedeckt wird. Dann gehen wir jetzt einmal auf die andere. Da ist ein Schmerbe. Kann ich das fangen? Aus dem Wasser heraus? Moment, ich habe eine Idee. Funktioniert das?
Oh ja. Eine Verzerrung des Raumzeitgefüges bahnt sich an. Okay. Wo? Sehe ich das auf der Karte? Ach, da hinten. Meine Güte, das ist weit weg. Da komme ich doch eh nicht mehr hin. Also, falls zufällig von euch jetzt noch jemand ein Schmerbe sein möchte, kann er jetzt die Punkte raushauen. So, was haben wir hier jetzt noch? Deine Tasche ist voll. Oh. Wer hat mich gesehen? Anton? Bist du der Agro? Ja. Lass das. Nice. Anton direkt mal paralysiert. Wo nicht, Junge?